Wir haben die Fotos, die wir brauchen. Raus hier. Wir haben ein Sicario. Dicht beim Reifenstapel. Bin drin. Los geht's. Geschafft. Es gab keinen Alarm. Ich sende die Daten jetzt an Bowman. Damit erfahren wir bestimmt einiges über Kuanis Vertriebsnetz. Suchen Sie die Guerrero-Brüder und holen Sie alles über Boston Reed aus ihnen raus. Ja, soll ich den nächsten finden, ohne entdeckt zu werden? Ihr habt es aber auch mit dem ganzen Gedönse da, ne? Ich will jetzt mal keinen Hubschrauber. Nachher wieder abgeschossen. Hier Bowman, ich habe einen Auftrag für Sie. Worum geht's? Die Daten aus dem Truckdepot haben sich als Volltreffer erwiesen. Lieferpläne, Konvoirouten, das volle Programm. Laut Plan steht wieder ein Konvoi vor der Abfahrt, ein großer. Wir reden von über 4 Tonnen Stoff, der in den Trucks versteckt ist. Ich schicke Ihnen die Daten. Ziehen Sie ihn aus dem Verkehr. Verstanden. Wir überprüfen das. Ist da lang. Hat Fakatari um ein Fahrzeug gebeten. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich gehe in Position, eine andere Position. Ziel erfasst. Ziel markiert. Hab ihn. Er ist tot. Hier sind Tangos. Ziemlich nah. Ich sehe Carlos. Der Typ? Ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den verprügeln. Ihr müsst mir nichts tun. Willst du mich verarschen? Ich hab den doch... Boah, echt, ey. Ja, wenn ich die Abführungsköder mal nutzen könnte, wäre das eine andere Sache. Aber die kann ich ja nicht mal benutzen.
gehe in Position. Ich habe ein Ziel mit Maschinen. Ich suche eine gute Position. Tango. Ziel erfasst. Bin bereit. Tango am Boden. Die Drohne ist oben. Okay, wir sind cool. Hab noch einen Tango. Das sind nur die beiden. Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ich habe das Ziel. Ziel erfasst. Tango getroffen. Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Oh, dann war doch gar keine mehr da. Wir müssen weitermachen. Ich sehe Carlos. Der Typ ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Der war immer noch da. Ich nehme das Motorrad. Willst du mich verarschen? Wie hat er mich denn entdeckt? Das ist echt ein Witz. Schlechter Witz. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Ich bin unterwegs. Ziel markiert, behalte ein Umfeld im Auge. Ich sehe ein zweites Ziel. Hab das Ziel. Weiß ich nicht, ob das war. Ziel markiert. Ziel eliminiert. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Setze Drohne ein. Haben wir vielleicht die Möglichkeit, von oben irgendwo reinzugehen? Markiere ein Tango, Einheimische in der Nähe. Und ich. Kann ich durch die Scheibe gucken? Ich sehe Carlos. Der Typ ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Moment, ich fahre.
Irgendwie scheint die Ecke hier so FPS-technisch nicht so schön zu sein. Okay, los geht's. Ist das Hernando? Denke schon. Diese Typen sind die beschissenen Leichenbestatter, vor denen die Einwohner Schiss haben. Und jetzt? Wir schnappen Hernando und fragen ihn, wo sich Reed versteckt. Was ist mit Carlos? Scheiß auf ihn, er ist jetzt nur im Weg. Wir brauchen nur Hernando. Verstanden. Wo ist Hernando? Der ist bestimmt in dieser Halle drin, ne? Ich sehe noch einen Tango. Was? Die Mädchen? Ich weiß nicht, Carnalito. Da kann ich auch. No mames, alle. Das sind nur sie und ihre Mamita. Weit draußen in irgendwo. Es wäre so einfach. Netta? Das ist keine Bar, in der du Tropfen in ihren Drink gibst. Was ist, wenn eine losschreit und die Mama weckt? Dann kümmern wir uns um sie. Chingados, Mann. Wir sind los pinches Enterradores, Alter. Verhalte dich auch so. Sind's echt Zwillinge? Netta, way, porque luego tú. Ich hab sie gesehen. Ich bin an den Spiegel zu schauen. Die sind heiß, Alter, ich sag's dir. Wir schnappen sie, bringen sie an einen ruhigen Ort, haben ein bisschen Spaß und warten auf neue Befehle von Reed. Dann packen wir sie zum restlichen Zeug und schicken sie über die Grenze. Das ist perfekt, da wir nur mal planen. Hey, wir haben einen Narko. Wo hast du sie? Beim Lagereingang. Ich glaube, sie haben ihren Kollegen gefunden. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Silencio, okay, Marti. Okay, hör auf! Holy Spaden! Ja, fue! Ja, fue! Was zur Hölle? Wer zum Teufel sind sie? Wo ist Reed? Wer? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Verarsch mich nicht, Mann. Entweder du sagst mir, wo Reed steckt, oder El Sueño erfährt alles über deinen kleinen Menschenhändlerring. Keine Ahnung, wo Reed ist. Das Arschloch zeigt seine Fresse nur, wenn es eine Lieferung oder einen Notfall oder sowas gibt. Ich würde das als Notfall einstufen. Du nicht auch? Da ist dieser Code. Ich gebe ihn in den Laptop an der Landebahn ein. Sobald Reed das Signal empfängt, kommt er zum Flugfeld. Das war's. Gib mir den Code, dann sag mir, wo diese Landebahn ist. Bowman, wir haben die Guerrero-Brüder. Haben sie Ärger gemacht? Raten Sie mal. Also, was haben Sie? Einen Code, um Reed auf ein Flugfeld in der Nähe zu locken. Wenn er auftaucht, erwarten wir ihn schon. Großartig. Schnappen Sie ihn. Wir haben den Ort und den Code, um Reed hervorzulocken. Stellen wir dem Hurensohn eine Falle und schalten wir ihn aus. Wir haben von einer großen Kokainlieferung für Brasilien erfahren. Sorgen Sie dafür, dass der Konvoi niemals die Grenze erreicht.
bin schussbereit. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Verstanden. Ziele angreifen. Oh, geht doch kaputt. Zerstört. Das ist ein empfindlicher Verlust für das Kartell. Wir erreichen jetzt das Flugfeld. Ich sehe mehrere Feinde, die es bewachen. Macht euch kampfbereit. Ziel gesichtet. Das war scheiße knapp. Sehe ich nicht. Die haben bestimmt ihren eigenen Sarkasmus bei solchen Sachen. Markiert. Ich gebe die Codes jetzt ein. Reed sollte das Signal empfangen. Er taucht dann zügig hier auf. Bereitet den Hinterhalt vor. Hier ist ein Sicario. Sag mir wo. Beim Reifenstapel. Ziel im Anflug. Bereit machen. Und wo ist sie denn? Ich sehe den nicht. Tango. Da kommt er. Auf den Boden, Hubschrauber. Da ist das Ziel. Feuer frei. Begleitfahrzeug zerstört. Heli abgeschossen. Tango erledigt. Informieren wir Baumann. Boah. Egal, jetzt aus der Gefecht. Kokainologiestunde. Viele Leute machen den Fehler, sich nur auf das Produkt zu konzentrieren. Claro, man braucht etwas zu verkaufen. Aber damit verdient man kein Geld. Ein Kilo Coca-Blätter kostet etwa $1.50. Man braucht 400 Kilo Coca-Blätter, um ein Kilo Kokain herzustellen. Selbst als Kokain-Grundstoff ist ein Kilo in Bolivien nur $1.200 wert.
aber mit jeder Grenzüberquerung wird der Wert gesteigert. Erreichen wir Kolumbien, sind es schon 2200 Dollar. In Südmexiko 12.000. Jenseits der Grenze in Texas 20.000. New York, unsere 1200 Dollar Investition ist jetzt 35.000 Dollar wert. Paris, London 68.000 bis 74.000 Dollar. Es ist wie eine Pipeline, die das Produkt zu den Bedürftigen bringt. Wasser für die Durstigen. Einmal da, trägt sich die Pipeline selbst. Arbeiter, Autos, Bestechungsgeld. Doch wenn die Leitung verstopft ist... Sie haben wieder eine Ladung erwischt. 7 Tonnen verloren. Letzte Woche schon 4 Flugzeuge. Fließt das Wasser zurück? Der Gewinn ist zu groß. Wir haben's nicht im Meine Griff. Meine Männer handeln untereinander. Wir bezahlen niemanden, der nichts transportiert. Sie kidnappen Zivilisten für Lösegeld. Zu viel Wasser. Wir müssen mit Valeria von hier fort. Er tötet uns noch vor der Grenze. Und was ist die Antwort? Wenn ich sie finde, sag ich's dir. Und man ertrinkt. Oh, da fehlt immer noch er hier, ne? Ah, da ist noch eine Ecke, die noch nicht entdeckt worden ist. Ja, das ist hier irgendwo. Ja gut, die werden wir natürlich auch noch machen. Wir werden gleich jetzt erstmal den nächsten hier machen, der jetzt hier noch offen ist. Das war knapp. Weil ich wieder lebe. So, erstmal gucken, was ich da bekomme beim Scharfschützengewehr. Die Scharhawk oder irgendwie sowas nannte die sich. Scharhawk. Ja, keine Geräuschminderung. Das ist ein Scharfschützengewehr ohne. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Boston Reed ist nicht mehr auf dem Spielfeld. Gut. Den Menschenhandel hatten wir nicht auf dem Schirm. Das ist hier schon lange ein Problem. Natürlich macht sich in Santa Blanca jemand die Hände damit schmutzig. Ich fühle mich wie ein Arschloch. Wir haben Reed gestoppt und ein paar Unschuldige befreit. Das ist ein guter Tag. Könnte schlechter sein. Boom, ein Ende. Hier drüben alles sauber. Ich fliege. Hervorragende Arbeit in Kuani. Reeds Tod hat das ganze Netzwerk lahmgelegt. Und ohne Flugzeuge ist Santa Blancas Ertrag in der Provinz auf ein Drittel gesunken. Was ist mit der Landroute? Die Daten aus dem Truck-Depot ermöglichen es uns, die gesamte Operation von vorn bis hinten zu erfassen. Sobald wir alles haben, wenden wir uns an die Strafverfolgungsbehörden und koordinieren Apparatien. Das wird ein Desaster für das Kartell. Für die Einheimischen auch. Santa Blanca gibt durch die Transporte vielen Menschen Arbeit. Ist nicht mein Bier. Wenn sie Leuten Arbeit geben wollen, gehen sie zur Entwicklungshilfe. Ich denk drüber nach. Nomad Ende. Dann habe ich da irgendwas in der Nähe, wo ich dann schnell hinreisen kann. Ja, da. Ich kann nicht glauben, dass ihr Antonio ausgeschaltet habt. Dios mio, das Kartell steht ohne Produkt da. Mit all dem Polvo Blanco hat Santa Blanca ein verdammtes Vermögen verloren. Ich bin der Pilot. Ich wette, einen Wheelie hast du nicht drauf. Bowman, wir sind in Barvechos angekommen. Sehr schön.
Antonio hatte einen Buchhalter namens Pulpo nach Barvechos geschickt, um Nidia Flores Bücher zu prüfen. Pulpo soll ein scharfer Hund sein. Der lässt keinem etwas durchgehen. Egal, ob sie bei Sonio etwas abgreift. Sie wird nicht erfreut sein, dass Pulpo ihr über die Schulter schaut. Das Kartell schmuggelt seine Gewinne von Brasilien nach Barvechos, damit es in der Banco de Barvechos gewaschen wird. Wenn Pulpo schon hier im Dreck wühlt, finden wir sicherlich einen Weg, den ganzen Prozess irgendwie zu sabotieren. Vielleicht vermutet Sonio schon, dass Nidia Flores was für sich abzweigt. Um das herauszufinden, müssen wir Pulpo in die Finger bekommen. Wir wissen, dass sein Juniorpartner Wagner in einer Silbermine in Barvechos ist. Schnappen Sie sich Wagner, damit er Pulpos Aufenthaltsort ausspuckt. Unser CIA-Freund hat uns gerade ein Video geschickt. Wer hat das Popcorn? Ja, wo ist denn das Video? Alle Sicarios der Welt sind einen Scheiß wert, wenn du keine Buchhalter hast, die das Geld waschen können. Octavio Allende ist der Buchhalter, der Sueños Wäsche macht. Sie nennen ihn El Pulpo, den Oktopus, weil er seine Finger überall im Spiel hat. Wenn sie ihn ausschalten, fallen alle Teile auseinander. Aber ich will ihn als Waffe nutzen. Pulpo ist die Verwaltung, das weiß er. Statt einer AK-47 hat er einen Aktenkoffer. Mit diesem Koffer öffnet er die Türen ins Business und festigt Beziehungen zu Politikern und der Polizei. So kann das Geld des Kartells ausgegeben werden. Dank El Pulpo hat Santa Blanca neben den ganzen illegalen Geschäften auch eine Menge Geld in zahlreichen legalen Branchen. El Sueño hat El Pulpo nach Bolivien gebracht, um Nidia Flores zu prüfen. Cash aus Brasilien kommt nach Barvechos und wird über das Minenkonsortium gewaschen. Nidias Profit sieht wohl etwas dünn aus. Die wissen von uns. Wagner, El Pulpos rechte Hand, ist in der Sipoco-Silbermine. Fragen Sie Wagner, wo sich sein Boss versteckt. Eine Silbermine. Santa Blanca hat alle in der Nähe übernommen und Barvechos Plata als Manager angeheuert. Aus der Sicht der Bergleute? Wo ist der Unterschied? Einwartet. Ihr Leutnant verpisst sich. Ja, das bin blau in die Arme. Koperik. Bowman hat keine Informationen zu Wagners Aussehen. Wie mein Quasi-Ex immer sagt, im Zweifelsfall frag jemanden. Ich glaube, du hast am Satzende das Wort Arschloch vergessen. Bei meinem Ex ist das Arschloch immer in... Halt. Sack. Alter. Scharfschütze! Was will der denn sein?
muss ich mich auch noch beeilen. Das ist doch ein scheiß Heli hinter mir. Ey, ich werd geklappt. Ein Heli, los runter! Ist das so nervig, dass sie nicht immer skimmen. Die gehört jetzt sicher auch Santa Blanca. Die haben ihre Finger überall in der bolivianischen Industrie. Die Frage ist, wer kauft bei denen? Öl von Drogenkartellen und Terrorgruppen, Mineralien. All das kommt irgendwie auf den Markt. Fahrzeug von den Rebellen angefordert. Silencio, Marche. Markieren Hauptmann. Alles klar? Für einen Moment sah es ziemlich eng aus. Dios mio, danke. Vielen Dank. Aber wer seid ihr? Erstmal musst du nur wissen, dass wir dich am Leben halten. Los gehen wir. Cabrones sind unglaublich. Behaupte, Nidia Flores glaube, Pulpo wolle sie beklauen. Robarle, por favor. Meinst du nicht, dass du größere Sorgen hast als Bürozickerei? Pulpo ist sueños pinche Buchhalter. Das reicht für gewöhnlich. Seit diesem Pendejo Bernie Madoff traut keiner mehr seinem Buchhalter. Es que bueno. Könnt ihr mir wenigstens sagen, wer ihr seid? Jedenfalls nicht von Santa Blanca. Geht dich nichts an. Coopere y todo saldrá bien. Machen wir weiter. Und wer hat sie angegriffen? Männer von Nidia Flores. Wegen Unsinn. Sie glauben, Pulpo arbeitet gegen Nidia. Entschuldigen Sie uns mal kurz. Pulpo und Nidia wollen sich killen, ne? Das können wir gut ausnutzen. Vielleicht stiehlt einer vom anderen. Ja, genau. Wir müssen das nur gut einfädeln. Wir hören uns um. Vielleicht finden wir was Nützliches gegen sie. Hey, wie seid ihr Typen noch gleich? Pulpos Cousine, zweiten Grades. Dafür, dass sie für denselben Mann arbeiten, scheinen sich Nidia und El Pulpo nicht sonderlich zu mögen. Sagen wir, sie haben ein gesundes Misstrauen füreinander. Wir müssen dieses Misstrauen nur befeuern und sie brechen einen Krieg vom Zaun. Fliegt. Hey, hier ist eine Gruppe Sicarios. Ich sehe niemanden. Beim Lagereingang. Von der Seite wollen wir sowieso nicht rein. Roger, ich gehe in Position. Roger, Ziel markiert. Django ist tot. Thank you.
gut. Wir haben einige Buchungsbelege für einen Santa Blanca-Tresor in Barvechas. Alles, was wir tun müssen, ist ihn auszurauben und es Pulpo anzuhängen. Klingt doch einfach, oder? Ist das nie. Pack, hier. Schön, wenn das so einfach wäre. Nomad, ich melde mich aus Barvechas. Como va todo? Was können wir für euch tun? Wir wollen Nidias Tresor knacken. Sammel ein paar Männer und warte auf unseren Anruf. Bring genug Leute mit, um das Bargeld zu verladen. Está bien. Ich sage den Kameradas Bescheid. Und die Akten holen wir gleich. Wir machen jetzt eins nach dem anderen direkt durch, würde ich sagen. Die direkt gefunden, die nächste. Ich bin bereit. Sicario-Führer gesichtet. Sieht nervös aus. Ideal, um ein wenig Angst zu verbreiten. Ich hab das Ziel. Feind am Boden. Mist, wir haben die Leiche. Der Leutnant haut ab. Och, Leute. Das war's wieder. Ich bin unterwegs. Scheiße nochmal. Coopere y todo saldrá bien. Erzähl es weiter. Es sind neue Sicarios in der Stadt. Und jeder, der zu Santa Blanca hält, ist so gut wie tot. Sag deinen Freunden, sie werden uns erst sehen, wenn es zu spät ist. Okay, da claro pues. Mach ich. Mach ich. Drecksack, hätte ihm eine Kugel verpassen sollen. Quatsch, das ist schlimmer. Jetzt weiß jeder, was das für eine Pussy ist. Die Rebellen machen ihm die Hölle heiß. Passt gut zu meinen Stiefeln. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen. Ich habe einen Fahrplan der Geldtransporter von der Banco de Barvechos. Sollte nicht schwer sein, einen aus der Herde rauszupicken und die Beute in Pulpos Werkstatt abzuladen. Wenn Bowman die Position des Trucks an Nidia durchsickern lässt, können wir uns zurücklehnen. Thank you.
Irgendwo hier müssen wir Informationen finden können. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Ich sehe einen Narko mit Maschinenpistole. Wo hast du sie? Direkt beim Container. Seht mal, Nidia kauft ihr Make-up online. Steht auf der Rechnung eine Lieferadresse? Ja, allerdings. Ich wette, sie hat einen Computer benutzt, der dort steht. Wir hacken das Ding und graben jede Menge Dreck über sie aus. Gute Idee. Legen wir los. Narko mit Maschinenpistole. Die Kippe, wo sonst? Stehlen Sie einen Geldtransport des Kartells und bringen Sie ihn in El Pulpos Werkstatt. Nidia wird ihn dafür verantwortlich machen. Vorwiegend GTA, klaue dies, mache das. Pulpo hat eine Werkstatt in der Nähe. Wir stellen den Truck dort ab. Welche Art von Buchhalter hat denn eine Werkstatt? Das ist eine gute Frage, die aber... Die hat in allen möglichen Geschäften investiert, um das Geld des Chefs zu waschen. Müsste man mal echt nachgucken. Oh, GTA gibt es schon seit Ewigkeiten. Der erste Teil, da war ich glaube ich 10, 12. Habe ich den ersten Teil schon gespielt? '97. Boah. Hier ist die Werkstatt. '97, da war ich nicht mal 10, da war ich 9. Warum? Gefunden. Willst du mich verarschen? Boah, ich hasse solche Missionen einfach. Du hast ja nicht mal Fähigkeiten, um irgendwie da rauszukommen, wenn sie Wunden entdeckt. Ja, wie soll ich denn das sonst machen, wenn da 5 Leute rumlaufen? Ja, Dude, ich stell dein LKW hin, ich gehe gleich wieder. Ya me picó el mosquito.
Jetzt muss ich den Geldtransporter schon wieder klauen. Willst du mich verarschen? Den hatte ich doch gerade. Vielleicht soll ich vorher aussteigen und die Leute dann erledigen. Die Fahrt kann losgehen. Das ist schon ein beschissener Checkpoint, ganz ehrlich. Feuer. Roger. Feuer frei. Nicht auf die. Himmel. Ruhig, die wissen, wir sind hier. Bereit? Feuer frei. Okay. Greife Tangos an. Achtung, da geht gleich was hoch. Der Leutnant will abhauen. Ich bin fast im Arsch. Alter, was soll der Schwachsinn denn jetzt? Jetzt wurde ich entdeckt? Oh. Ich hasse solche Missionen einfach. Warum wollte ich das jetzt auf 100% spielen? Weil ich mache nur noch die Mission, ne? Dann ist Arschlecken. Schnauze voll dann. Wer bekloppt denn der Birne? Anschnallen, Leute. Los geht's. Was wir machen? Ja. Verfickte Scheiße! Ich hab das mit GTA verbunden gerade. Wegen den Autos klauen und Bankraub, weil in dem 5er, glaube ich, hattest du sogar eine Bankraubmission. Bin schussbereit. Shit, die haben uns. Begleitfahrzeug. Alle bereit? Feuer! Verstanden. Echt? Pulpo hat eine Werkstatt in der Nähe. Wir stellen den Truck dort ab. Welche Art von Buchhalter hat denn eine Werkstatt? Die Art, die in allen möglichen Geschäften investiert, um das Geld des Chefs zu waschen.
Setze Drohne ein. Ich sehe einen Generator. Ich suche eine gute Position. Ich sehe noch einen Tango. Roger, Tango Nummer Ziel erfasst. Drei. Ich sehe eine bessere Position. Greife neues Ziel an. Und wie soll ich denn da durchkommen, um da ohne gedeckt zu werden? Roger, Ziel markiert. Der Tango ist hin. So, wenn das jetzt noch die beiden sind, dann kann ich die auch noch ausschalten gleich. Dass sonst keine mehr sind. Ach ne, es sind drei Stück noch. Ich gehe in Position. Ich suche eine gute Position. Verstanden. Unterwegs. Ziel markiert. Roger. Ziel erfasst. Tango getroffen. Ganz ehrlich, fick das Spiel. Leiche entdeckt. Als ob er das gesehen hätte. Ich fahre. Okay, ich sitze. Bereit? Feuer! Verstanden. Aber ein Ziel. Greife an. Pulpo hat eine Werkstatt in der Nähe. Wir stellen den Truck dort ab. Welche Art von Buchhalter hat denn eine Werkstatt? Die Art, die in allen möglichen Geschäften investiert, um das Geld des Chefs zu waschen. Die Werkstatt.
Ja, besser als nichts, ne? Wie soll ich jetzt hier wegkommen? Bei Nidia sein. Chefe, Senorita Flores versteckt entweder absichtlich etwas oder ist eine totale Niete in der Buchhaltung. Wie es aussieht, nutzt sie eine einfache Buchhaltung, obwohl sie grundlegende Kontoführung beherrscht. Bei den Zahlen und so großen Mengen sollte sie sich mit Rückstellungen eigentlich auskennen. Sie ist eine Schönheitskönigin und war davor Partybegleitung. In ihren Büchern finden sich große Lücken. Wenn sie dich bestehlen wollte, könnte sie Cash bei den Geldlieferungen aus Brasilien und bei der Geldwäsche in der Bank abschöpfen. Ich bin draußen. Ich zweifle nicht. War nicht schön, aber ich bin draußen. Du kommst nach Bolivien und prüfst ihre Bücher und du wirst dir zeigen, wie man sie besser führt. Um ehrlich zu sein, Chefe, sollten wir unsere gesamte Geldwäsche in Uruguay machen. Digital. Pero ich fliege morgen nach Bolivien. Das war's. Jetzt kann Nidia das geben. Und Nidia wird Pulpo aufs Korn nehmen. Habe ich auch so ein Stealth-Game, glaube ich. Bin mir nicht so sicher. Also ich kenne den Namen, gespielt habe selber, aber es nicht. Wir wissen, wo Nidia Flores' Computer ist. Echt? Bei der Vision hat damit gar nichts zu tun, ne? Egmont habe ich, glaube ich, auch noch nicht gespielt. Was ist der letzte? Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Okay. Fahren wir.
fliegt. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Tango Nummer 3. Okay, Ziel markiert. Ziel erfasst. Verstanden. Unterwegs. Also ich habe noch 2 DLCs, so ist es nicht. Kann loslegen. Der ist Geschichte. Also extra Sachen. Hier ist Ihr Büro. Sehen wir uns den PC mal an. Ich sehe einen Narko mit einer MP. Beim Nahrungscontainer. Ich habe 50 Millionen Dollar von Nidias Konto auf Konten überwiesen, die wie Pulpos aussehen. Keine Kunst, aber passt schon. Ja, so schnell konnte ich halt nicht looten. Bleib zurück! Scheiße, sie haben ihren Kumpel gefunden. Schieße auf die Wichser. Hier sind die Daten zu einer Kartellantenne, die aufs Abschalten wartet. Erwischt. Tranquila, Reina. Hast du gerade Tranquila gesagt? Du hast nicht Tranquila gesagt. Pulpo ist ein scheiß Buchhalter. Was kann der schon anrichten? Nächste Folge laut und ich hab noch nicht mal die anderen gehört. Ja, wenn ich keinen hab zum Anlernen, ja. Ja, der lädt automatisch runter. Flores versteckt Schwarzgeld in Millionenhöhe in der Banco de Barbechos. Rauben Sie die Bank ab. Bewegung, das geht gleich hoch.